Ich finde es echt irre, wie viele Leute da sind, wie viel bleiben. Ich meine, das ist wirklich ein großartiges Bild. Hoffentlich geht das so weiter. Echt nochmal danke, mehr kann ich nicht sagen. Das ist super. Du bist der Beste! Okay, also, hallo. Ich möchte zuallererst sagen, ich bin so begeistert, dass unsere Wutbürger-Generation, wie man so schön sagt, hier so versammelt ist. Hier sind alte Menschen, junge Menschen. Ich habe Leute in Anzügen gesehen, ich habe Leute mit Rastas gesehen. Das finde ich wahnsinnig toll, dass wir hier alle zusammenstehen und nicht nur eine Gesellschaft, eine Gruppe zusammen, sondern wir haben alle die Meinung und wir können uns austauschen, voneinander lernen. Das begeistert mich. Und ich möchte... jetzt mal nochmal zu dem Thema kommen, Menschlichkeit über das Geld. Ich habe meine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger angefangen und wissen Sie, was ich höre? Warum? Du verdienst kein Geld, du hast schlechte Arbeitszeiten und so weiter. Dann denke ich mir, und woher kommt das? Ja? 60% des Geldes, das eingespart werden soll, wird aus den sozialen Bereichen abgezogen. Und dann denke ich mir, das kann nicht sein. Wie sollen wir unsere Menschen bilden, pflegen, wenn wir das Geld nicht dorthin stecken, wo es hingehört? BMW unbedingt, ja? Und ich werde auch mit weniger Geld auskommen können, aber ich werde meinen Beitrag dafür bringen, dass wir Menschen glücklich zusammen leben können. So, fertig. Ja! Wir lieben dich! Super! Handynummer! Welche Nummer? Den Kraft Worten. So, als nächstes habe ich hier den Raphael Kraft. Nimm das Mikro, nimm das Mikro. So, guten Tag alle zusammen. Paar Sachen. Es geht ja nicht nur um einfach, weil das ist die Gefahr, dass wir abrutschen. Das ist nicht nur jetzt hier arm gegen reich. Wir sollten uns gar keinen Fall sowas jetzt hier so eine, auf so eine Schiene begeben, sondern es dreht sich auch um viel mehr. Es geht eigentlich auch es geht darum, dass ein Afghanistan-Krieg keine demokratische Mehrheit bekommen würde, wenn wir wirklich alle demokratisch gefragt würden dazu. Eine Rechtschreibreform. Eine Rechtschreibreform wäre genauso niemals demokratisch bewilligt worden. Der Euro, den hätten wir von Anfang an abgelehnt. Damals. Ja. Und auch dieser Lissabon-Vertrag, unsere eigene Regierung zeichnet Souveränität nach Europa weg. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht, weil alle Macht geht vom Volk aus. Ne? Und das sind unsere Vertreter. Die sind von uns eingesetzt, um uns zu regieren, aber nicht, um diese Macht wegzuzeichnen. Das liegt gar nicht in ihrem Einflussbereich, ihre eigene volksgegebene Regierungsgewalt nach Brüssel abzuzeichnen. Das geht gar nicht. Ja? Und die Finanzmärkte funktionieren auch nur nach den Regeln, die man ihnen gibt. Ne? Ja, mir wurde gerade gesagt, Zeitarbeit, die Arbeitslosenzahlen, viel zu niedrig. Wie viele Leute holen sich gar kein Hartz IV mehr, weil sie einfach sich gar nicht dieser Schikane aussetzen wollen, die tauchen nicht in der Statistik auf. Ne? Wie viele Leute, Eurojobber, tauchen nicht in der Statistik auf, Zeitarbeiter tauchen nicht in der Statistik auf. Ne? Das sind alles Leute, die leben am Existenzminimum. Teilweise der Zeitarbeiter verdient weniger, als würde er gar nicht arbeiten und es wird von ihm verlangt. Ja? Ist das ein Sozialstaat überhaupt noch, wenn es möglich ist, Leute ohne Geld auf die Straße zu setzen, aufgrund dessen, dass sie einen Eurojob nicht annehmen möchten? Das ist schon ein ja? Und echte Demokratie jetzt, ne? Echte Demokratie jetzt, weil in einer echten Demokratie würde es anders zugehen. Ne? Ich bin der Meinung, die Medien versuchen auch teilweise diese Bewegung jetzt an den Rand zu drängen. Wir stehen für den Durchschnittsbürger, wir stehen für die ganz normalen Leute, wir sind ein Durchschnitt durch die Bevölkerung. Wir sollten uns da nicht irgendwas erzählen lassen. Leute, bleibt dabei, weiter so. Und organisiert euch, es liegt an jedem Einzelnen. Es kann nicht sein, dass ihr nur eine Gruppe von 30, 40 Leuten es organisiert. Wir brauchen jede Hand, jeder muss mithelfen, alle müssen dabei sein, jeder muss sich engagieren. Und jetzt habe ich noch anzusagen, dass eine Spontan-Demo angesagt ist im Anschluss. Und zwar ein Marsch zur Börse, ganz spontan.
Uhr ungefähr und Treffpunkt wird dort vorne sein an dem gläsernen Eingang zur UNS. Okay. Dort drüben treffen wir uns im Anschluss, 17.30 Uhr. Schönen Tag. Also ich stehe ja schon den ganzen Tag und ich höre immer nur von Steuern und Finanzsystem und eigentlich reden wir nur von uns. Und was wir schon die ganze Zeit vergessen ist, wer zu welchen Kosten eigentlich unser Wohlstand geht. Ja, das ist schon legitim, dass wir von oben nach unten verteilen sollen. Aber wir sind ja auch schon ziemlich oben. Ja, und zu welchen Kosten geht es denn, dass die Natur vernichtet wird, dass Wälder abgeholzt werden, in Flüsse verseucht, dass man nicht mal mehr drin schwimmen kann. Dadurch vielen Völkern, ja, eingeborenen Völkern, die Lebensgrundlage entzogen wird. Dass Menschen, die wegen Nahrungsspekulationen unserer Marktwirtschaft hungern müssen, die nicht mehr trinken können, weil Nestle auf der ganzen Welt Quellen kauft. Ja? Und das sind eigentlich die, die für uns zahlen und vor denen wir uns das Haupt verneigen sollten, voller Demut und Danken, ja, dass sie, ich habe auch eins, unsere billigen iPhones produzieren, von H&M unsere billigen T-Shirts, ja, dass die, die bei uns kein Geld haben, sich auch noch überhaupt was leisten können, ja, die für nichts zum Arbeiten gehen, die umkippen, weil irgendwelche Chemikalien freigesetzt werden in den Firmen. Und das sind eigentlich die. Und es heißt ja immer genug für alle und empört euch. Und es empört mich, dass wir vergessen, dass genug für alle bedeutet, 6 Milliarden Menschen. 6 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, von denen der Großteil hungert und nicht weiß, wo er seine nächste Jeans kaufen soll, sondern nicht weiß, wo er morgen oder heute Abend was zu essen herkriegt. Und ich finde, wir sollten uns alle mal dran erinnern. Oh.